und Schimmelpilze und Salzwasser Deckel drauf und leicht kochen lassen. Genau eine Stunde. Dann hätte ich ja etwas Zeit, um ein Solo für das alljährlich stattfindende Schlumpfmusikfestival einzustudieren. Hum-tata? Hört sich komisch an. Los, Klamsi, wir brauchen noch etwas mehr Hump für den Hump-Tata. Ich hasse Hump-Tata. Was in aller Welt geht denn hier nur vor? Oh, Papa Schlumpf. Wir üben gerade den Auftakt für das Musikfestival. Oh ja, Schlaumi sagt, das Hump-Tata wäre der allerletzte Schrei. Bitte, meine Freunde, bei diesem Krach kann ich nicht. Ich wollte sagen, es ist etwas laut. Aber Papa Schlumpf, wir müssen noch üben. Du hast natürlich recht, aber mach das bitte irgendwo anders. Ach du liebe Zeit, ich habe mein Experiment ganz vergessen und die Sanduhr geht wohl nach. Hm? Ich sollte mir wohl irgendwann eine neue Uhr zulegen. Das ist Musik für Vögel. Schöne Musik, aber nicht gerade zum Wachwerden. Was meinst du, Gammeli? Wäre deine Frage damit beantwortet? Sag mal, könnten zwei von euch mein Stundenglas zur Reparatur zu Vater Zeit bringen? Aber mit Vergnügen, Papa Schlumpf. Aber gerne doch. Wenn Vater Zeit nicht zu Hause sein sollte, dann stellt es einfach irgendwo hin und legt diesen Zettel dazu. Aber rührt dort nichts an. Das erledigen wir schon, Papa Schlumpf. Hörst du auch die Musik aus Vater Zeits Haus, Papa Schlumpf? Nein, ich höre nichts, Schlappi. Ich gehe mit ihm. Hallo? Ist jemand da? Hallo? Kein Mensch zu Hause. Leg das Ding einfach auf die Werkbank. So will es auch Papa Schlumpf machen. Hey, warte, Naturi. Schau dir diese Uhr an. Sie geht rückwärts. Finger weg, Forschi. Papa Schlumpf hat uns ausdrücklich gesagt, wir sollen hier nichts anfassen. Hilfe, meine Schmetterlinge. Nein, nein, nicht da rein. Hilfe, Forschi, Schlaffi, Hilfe. Komm mit, da gibt's wohl Schwierigkeiten. Ist denn schon alles vorbei? Oh, ist das unheimlich hier. Wo sind wir? Ich kann mich erinnern, dass Papa Schlumpf uns wegen irgendwas zu Vater Zeit geschickt hat. Leider weiß ich nicht mehr, weswegen. Seht euch bloß das mal an, Schlümpfe. Was für eine niedliche kleine Raupe. Möchtest du mit zu uns nach Hause? Oh, das ist eine tolle Idee. Wer als letzter im Dorf ist, ist eine lahme Ente. Oder hat Vater Zeit uns zu Papa Schlumpf geschickt? Oh, es wird Zeit. Hallo, Papa Schlumpf. Hallo, ihr drei. War Vater Zeit zu Hause? Nein, war er nicht. Und ihr habt gewiss nichts angerührt? Wie soll ich sagen? Ich glaube nicht. Was heißt denn das, ich glaube nicht? Ach, du grüne Neune. Grüne Neune! Sie haben sich zurückentwickelt in Schlumpflinge. Hoffentlich kann man sie irgendwie zurückverwandeln. Zurückverwandeln in was? Wir haben zurzeit wirklich keine Zeit, Kindermädchen zu spielen. Wir müssen noch das Musikfestival vorbereiten. Verwandeln hört sich gefährlich an. Es tut mir leid. Ich konnte noch keine Methode entwickeln, um die vorwärts zu drehen. Nur rückwärts gelingt es zeitweise. Leider, eben nur zeitweise. Dann werden die drei wohl oder übel noch einmal ihre Kindheit durchleben müssen. Erwachsen werden sie wieder von alleine. Ich will ja überhaupt nicht erwachsen werden. Ich auch nicht. Erwachsen sein ist sicher langweilig. Darf ich um Ruhe bitten? Also, ihr kleinen Schlümpfe, wir waren doch alle mal Anfänger. Ich meine, haben klein angefangen. Wir wissen also genau, wie ihr euch jetzt fühlt. Ihr werdet eine schöne Kindheit haben. Und wir Großen müssen ihnen helfen, sich wieder zurechtzufinden. Ja, Papa Schlumpf. Fein. Als erstes werde ich ihm robuste Kleidung zum Spielen nähen. Das ist ein guter Anfang, Zwirni. Halt dich gerade. Tu ich doch. Wenn wir alle gut zusammenhalten, können wir die Schlumpflinge großziehen und gleichzeitig das Musikfestival in Ruhe vorbereiten. Ja, hurra! Na
Ja, ist das nicht hochmodisch und sehr bequem? Das nennst du hochmodisch? Wer trägt außer uns solche Säcke? Wir alle tragen die. Das ist noch lange kein Grund, uns zu verschandeln. So, ihr habt also auch noch ein ganzes Pfund extra Wünsche. Ja, haben wir. Und ab. Viel zu hell. Viel zu dunkel. Viel zu dünn. Viel zu rot. Passt das zu meinen Augen? Kann ich nicht sehen. Guck mal, toll. So gefällt's mir. Das nenne ich Abenteuerkleidung. Wartet nur, bis Papa Schlumpf das sieht. Mir wird der Bart abfallen. Und was machen wir jetzt? Was Abenteuerliches. Das Musikfestival würde ich mir gerne mal näher ansehen. Genau, wir werden mal ordentlich Musik machen. Aber zuerst muss man sich anmelden und eintragen. Los! Ich bin ja sehr temperamentvoll, aber so eilig habe ich's nicht. Das kommt ja überhaupt nicht in die Tüte. Wo denkt ihr hin? Warum dürfen wir nicht teilnehmen? Weil Kinder diese klassische Musik einfach noch nicht zu schätzen wissen und das ist ja auch ganz normal so. Das vielleicht aber nicht fair. Ja, Kinder sind auch Menschen, Schimpfe. Aber das ist kein Kinderorchester, sondern ein Festival für gehobene und höchste Ansprüche. Wir werden schon einen Weg finden, um an die gehobenen Ansprüche heranzukommen. Das werde ich verhindern. Kannst du gar nicht. Kann ich doch! Kannst du nicht! Was veranstaltet ihr denn hier? Kannst du nicht! Kann ich doch! Entschuldige, Papa Schlumpf, das habe ich aus Langeweile zusammengefaltet. Also, worum geht's bei der Auseinandersetzung? Sie wollen am Musikfestival teilnehmen, Papa Schlumpf, und ich als Verantwortlicher habe das natürlich strikt abgelehnt. Ich weiß nicht, Schlaubi. Schließlich gehören Sie doch auch in unsere Gemeinschaft. Edge! Na, Forschi. Du lässt den nötigen Respekt etwas vermissen. Und erwachsene Schlümpfe sollten stets ein gutes Beispiel geben. Entschuldige, es ist mir so entfahren. Also, ich sehe keinen Grund gegen eine Teilnahme der Schlumpflinge am Festival. Schlumpfhurra! Auf der Instrumentenwahl! Na gut, Papa Schlumpf. Ich sehe schwere Zeiten auf uns zukommen, aber bitte, ich bin ja nicht verantwortlich. Keine Sorge. Man soll jedem eine Chance geben, zu zeigen, was er alles kann. Ich fürchte, bei Papa Schlumpf liegt die Kindheit so weit zurück, dass er sich nicht mehr erinnern kann, was er alles angestellt hat. Höchst interessant. Fantastisch. Fantastisch. Langsam, ganz langsam. Hallo, Henry. Könntest du uns wohl die Instrumente basteln? Tut mir leid, Ned, aber ich bin gerade damit beschäftigt, für euch ein Haus zu bauen. Einfach Wahnsinn. Ein eigenes Haus. Nicht so stürmisch, pass auf! Es ist hier zu gefährlich. Kinder sollten sich niemals auf Bauplätzen aufhalten. Und was ist mit den Instrumenten? Vielleicht könnt ihr euch selbst welche bauen. Ihr dürft mein Werkzeug und die Schrotte in meinem Garten verwenden. Oh, danke, Handy! Ach, die haben ja wieder einen Zahn drauf. Ich werde ein Instrument entwickeln, das vor allem laut ist. Ich denke, hier dürfte ein toller Sound drin sein. Wir werden diesem Nagelschlaubi schon zeigen, was richtige Musik ist. Oh, genau das habe ich gesucht. Dein Einsatz, Papa Schlumpf. Aber Schlaubi, es war abgemacht. Papa Schlumpf hat es genehmigt. Also schön, ihr könnt auftreten, wenn wir fertig sind. Falls euch jemand hören. Ich habe die dunkle Ahnung, dass dann keiner mehr da ist. Das sind aber komische Instrumente. Dieser Clumsy meint es nicht böse. Ich hab ihn lieb. Ja, wirklich. Danke sehr, danke sehr. Und nun zu unserem nächsten Programmteil. Es folgen die Variationen zu Wunderbrunnen von Heinrich Maria Magerquark, Opus 30. And the one, and the two, and the... Ich glaube, die Variationen nehmen kein Ende. Wir sollten dringend etwas unternehmen. Ich weiß. Hey, Flattermann. Wir hätten gerne, dass du uns ein wenig hilfst. Meine wohltemperierten Variationen. Ich hasse Temperatur. Papa
Schlumpf, was ist denn das für ein Gedödel? Oh, ich glaube, dafür gibt es noch keinen Namen, Schlaubi. Tja, also, das ist so neu, dass es nicht mal einen Namen hat. Ich habe es gerade auf Gedödel getauft. Aber Schlaubi, die Schlumpflinge geben doch ihr Bestes. Das ist Musik, die direkt aus dem Bauch kommt. Aber Papa Schlumpf, das ist nicht der Tanz der tausend Schlümpfe, wie wir ihn kennen und lieben. Du hast recht, der Rhythmus hat sich leicht verändert. Vielleicht sollten wir es jetzt den Tanz der 97 Schlümpfe nennen. Das ist eine Variation. Ich hasse Variationen. Scheint, wird es von nun an im Dorf etwas lebhafter zugehen. Das sehe ich auch so, nur wer soll dabei schlafen? Dies Gedödel hält ja keinen Schlumpf aus. Naja, mir gefällt's ganz gut. Vielleicht bist du nicht aufgeschlossen genug, Schlaubi. Oh, aufgeschlossen? Ha, ich bin die Toleranz in Person. Trotzdem muss alles seine Grenzen haben, verstehst du? Ich verstehe. Aber manchmal werden die Grenzen für manchen vielleicht etwas zu eng gezogen. Ha, ha, ha.